Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Hier stehen wir nun, immer noch an derselben Stelle. Es hat sich für euch nichts getan, für mich schon ein bisschen, denn ich war in eurer Abwesenheit in Majula, hab mir für die ganzen Seelen, die wir nun gesammelt haben, 99 Lebenssteine gekauft, war beim Schmied, hab meine komplette Rüstung aufgestärkt. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt alles auf Maximum. Zumindest eben die Rüstung an sich, die Kapuze, die Rüstung, die Stulpen und die Rittergamaschen. Ja, alles soweit wie es geht. Ich war bei Ornifex, habe mir noch ein paar Feuerpfeile geholt, denn ich dachte mir, diese Skelette mit ihren, ja, was, Pulverfässern, die dürften noch explodieren, wenn ich die mit Feuerpfeilen anschieße, oder? Das will ich gleich mal probieren, denn Blitz hat da irgendwie keine Wirkung drauf. Da gehen die dann einfach nur kaputt und bei Feuer wünsche ich mir zumindest, dass sie sofort explodieren. Schön wär's ja. So, auf dem Weg hierhin ist mir noch was eingefallen, oder zumindest aufgefallen. Wir gehen jetzt hier noch nicht gleich weiter. Ich möchte euch noch was zeigen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da überhaupt schon waren oder nicht. Oder ob das jetzt irgendwie nur ein Versehen meiner Seite aus ist. Gucken wir mal. War ich hier drüben schon? Ja, ich glaube schon. Uah. So. Denn, sobald man hier steht, ich habe nämlich hier unten geguckt, ist ja eigentlich hier so eine Wand, so wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass da ein Durchgang ist. Nee, da ist eine Wand. Aber da unten seht ihr einen Durchgang. Sehr cool. Ist auch keine Geheimwand oder sowas. Das habe ich eben gesehen, als ich. Also kurz vor der Aufnahme, kann man eigentlich sagen. So, ich bin gespannt. Ah, okay, da wartet schon der erste Gegner auf uns. Vielleicht waren wir hier auch schon. Ja, ich glaube es wirklich. Ah, na, ganz toll. Wirklich jetzt? Waren wir hier schon? Aber hier gab es ja jetzt nichts weiter, oder? Ja, hier ist nur dieser Freak mit seinem. Mit seiner Axt. Und der ist tot. Na, ganz toll. Deswegen, ich hatte mich ja schon gefragt, was das hier sein soll. Aber wahrscheinlich wirklich nur eine Sackgasse. Ich kann mich da jetzt nicht mal ganz genau umschauen, aber ich glaube. Ich glaube nicht, dass da noch mehr ist. Wow, guck mal, da können wir es gleich ausprobieren. Oder auch nicht. Wenn er ihn abhaut, haut er ab. So, jetzt müssen wir aber irgendwie wieder hoch. Hopp. Okay. So. Okay, den gibt es da leider nichts. Wäre cool gewesen. Aber es sieht auch echt nicht nach Geheimwand aus, also. Schade. Dann können wir doch da oben weiter. Ach ja, Leute, mal gucken, wie viel ich aufnehme. Vielleicht schaffe ich das DLC heute. Ich habe nämlich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Was heißt ein bisschen mehr? Ich habe Urlaub. Ich habe viel Zeit eigentlich, um aufzunehmen. Mal gucken, was ich so schaffe. So. Oh, wisst ihr noch, beim letzten Mal hier hat mich dieser komische Typ angegriffen. Da waren auf einmal Tausende von da. So kam es mir zumindest vor. Ich habe diese Berserkerklinge auch schon mal ein bisschen aufgestuft, das Katana. Okay. Na dann. Vorsicht walten lassen. Nicht, dass hier irgendwas runtergerollt kommt. Okay, das Ding ist groß, aber es tut mir erstmal nichts, hoffe ich. Ist das ein Gegner? Okay, das ist eine Rüstung oder sowas. Ich glaube, da hinten ist ein Leuchtfeuer. Was ist das denn? Cool. Ist das eine Rüstung für uns? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Angst habe ich ja. Wie heißt denn das Gebiet hier? Würde ich gerne mal wissen. Der Schmelzerthron. Okay, ich klappe mal kurz die Wände hier ab. Aber. Das sieht alles nicht nach Geheimnis aus. Okay. Das ist auch ein Katana? Ja, das sieht irgendwie sehr, sehr japanisch aus. So ein bisschen Samurai-lastig. Untersuchen. Leider passiert nichts. Okay. Gegenschlagen? Man weiß ja nie. Okay, das ist interessant. Merken wir uns. Das Leuchtfeuer führt dann direkt her. Wir brauchen bestimmt irgendein Stück von der Rüstung oder so. Vielleicht den Helm. Okay. Auf jeden Fall lag da ein Katana. Das ist jetzt die Frage, der uns
attackiert hat. Hat er vielleicht die Waffen gestohlen damals? Oder was war das hier für einer? Na gut. Also dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach unten oder nochmal in diesen einen abgelegeneren Turm. Ach, ich glaube, wir gehen hier runter. Na denn. Ich bin gespannt, Leute. Irgendwann müsste ja auch bald mal der erste Boss kommen. Schön wäre es zumindest. Dann erleben wir wenigstens mal ein bisschen was. So, ich würde gerne ganz nach unten, wenn es geht. Was ist das eigentlich? Wie kriege ich das eigentlich zum Laufen? Frage ich mich schon die ganze Zeit. Na toll, jetzt fahre ich wieder hoch. Auch schön. So eine kleine Gondelfahrt hier. Ja, bin ich gerade doof? Irgendwas muss mich doch runterfahren. Nehmen wir den hier. Ich komme hier nicht klar, das merkt er schon, oder? Uah. Okay. Ach, hier waren wir auch noch nicht, oder? Dann gehen wir zuerst hier lang. Das haben wir mit dem Schlüssel geöffnet und ich habe Angst. Fluch. Potztausend, was ist das? Moment. Ein bisschen Angst, irgendwas verflucht uns da. Und irgendwas greift uns da jetzt an. Ist das ein ganz normaler Ritter, oder? Ja. Okay. Er hat ganz schön was drauf. Ach toll, jetzt habe ich wieder den Spezialangriff gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, na klar. Mann, ich bin schon wieder total draußen. Na hier, dann machen wir den Rest so. Ist jetzt die Frage, wovon... Ach, hier ist wahrscheinlich einfach nur wieder so ein komischer Behälter. Nee. Hä? Leute, was ist das? Ich habe Angst, ich will da nicht runter. Ich sehe ja auch gar nichts. Wartet mal, dann nehme ich jetzt so einen Flammenschmetterling. Ich möchte wenigstens mal ein bisschen Überblick haben, was denn im Raum vor sich geht. So, okay. Heilen. Besser ist wohl. Das ist schon mal so dunkel, das ist nicht schön. Ist das hier die ganze verdammte Kammer? Ey, das gibt's doch gar nicht. Leute. Der ganze verdammte Raum ist verflucht, oder was? Ich meine, es ist jetzt nicht so mega schlimm, aber die Anzeige geht trotzdem stetig hoch, wahrscheinlich. Oh, Wow. Okay. Verflucht, yay. Verdammt nochmal. Aber man sieht ja auch echt gar nichts. Total gemein. Hat er denn nur? Irgendwo ist hier so eine Königin. Das geht gar nicht, ey. Okay. Zu viele. Zu viele. Zu viele. Die Feder könnte ich mir eigentlich auch sparen. Die versaut mir nur wieder, wenn ich mich heilen will. So. Mann. Ist das gemein oder ist das gemein? Könnt ihr jetzt einfach mal herkommen? Oh. Warum werde ich hier dauerhaft verflucht? Was soll das?
Das war jetzt auch nicht so mega stark. Oh, ja. Okay, ich gehe am besten mit Schild rein. Das ist doch krank. Zum Teufel nochmal. Ich muss auch mit diesem... Der verdammte Fluch, der geht mir voll auf den Sack. Mist. Ach, na toll. Moment. Wir machen es uns ein bisschen einfacher, der muss nicht laufen. Okay. Das ist wirklich gemein. Wenn man wenigstens diese Fluchquelle da irgendwie loswerden könnte, das wäre schon echt vom Vorteil. Ich bin hier nochmal menschlich. So. Geh jetzt hier mit Schild bewaffnet rein und meinen Blitz zaubern. Jetzt komm her, hier macht dich kalt. Gibt's da gar nicht. Krass, ey. Komm schon. Komm her. Ja. Was jetzt? Ehrlich. Ich hab schon gehört, Leute. Ich hab ihn anspringen gehört. Ja, ist klar. Die sind gemein. Die sehen ein bisschen anders aus. Die sind so aschig, so. Total kaputt sehen die aus schon. Alt und fast zu Staub verfallen. Kohleartiges Harz. Hier, komm her. Trau dich. Kämpfe dich nicht mitten in dieser verfluchten Zone gegen dich. Ah, okay. Irgendwie. Irgendwie lässt er sich nicht so wirklich locken. Es dauert doch viel zu lange, bis es wieder runtergeht. Komm schon. Ja, mach bloß deine Geräusche, ey. Ich verzauber jetzt hier am besten mal mein schickes Schwert. Ja, jetzt kommt er wieder, oder was? Ja, komm. Dann komm einfach. Trau dich hier rein. So. Arsch. Die sind ganz schön stark. Sag nochmal. Problem ist wirklich, dass ich da drin nichts sehe. Ich könnte auch mal einen anderen Ring ansetzen. Das brauche ich denn hier nicht so dringend. Nehmen wir den Klingenring weg und den Ring des Bindens. Dann verlieren wir wenigstens nicht gleich ganz so viel Energie. Das ist bestimmt wieder diese Zauberin. Die uns hier verflucht. Okay. Alter, schimmernder Lebensstein. Okay, hier bin ich falsch. Definitiv falsch. Uah. Das ist wirklich hart. Ich will nicht. Leute, pass auf, das ist wieder das optionale Gebiet des Turms. Weil es hier wieder dunkel ist. Das war im ersten auch so. Ich höre und sehe nichts. Macht mir irgendwie mal ein bisschen Angst, sowas. Alter, das ist wirklich viel zu dunkel. Für mich ist das viel, viel zu dunkel. Leute, was haltet ihr? Die kriegt man auch nicht so leicht gestaggert, wie mir scheint. So. Man verliert trotzdem ganz schön was. Ja, komm. Jetzt kommt der andere Typ bestimmt auch gleich. Komm schon. Oh. Krass, diese Reichweite, Mann. So, jetzt hau ich aber erstmal wieder ab. Ah. Okay, komm schon, komm. Kämpf doch einfach. Sehr schön. Okay. Warum hat der noch eine Energieanzeige?
Okay, das ist nicht gut, Leute. Ich muss ja irgendwas finden, was ihn tötet wahrscheinlich. Ich gehe rein. Da. So. Hoffentlich ist das der Ursprung. Von allem. Ja, leider nicht vom Fluch. Oder? Doch, es geht zurück. Oh, schön. Wenigstens was. Oh Gott, Leute. Krank. Das war echt gemein. Puh. Sehr schön. Mann, okay, jetzt aber auf jeden Fall wieder ein Menschenbild. Das gibt's gar nicht, ey. Krass. Ja, übrigens werde ich die Minuten jetzt auf 25 bis 30 Minuten reduzieren. Ich denke, das ist vollkommen okay. So schaffe ich auf jeden Fall immer ein bisschen mehr aufzunehmen und ich kann auch zwischen irgendwelchen Terminen immer mal noch was reinschieben zum Aufnehmen. Wenn ich so einen richtig straffen Plan habe, ist es schwierig. Feuerschlange. Das ist wahrscheinlich eine Pyromantie oder sowas. Das hier? Ja. Von Margus Aegil, dem treuen Anhänger des alten Eisenkönigs, erschaffene Pyromantie. Erzeugt vor dem Wirker mehrere Flammensäulen. Aegil oder Aegil wollte dem Feuer einen eigenen Willen geben. Diese Pyromantie sollte sich wie eine Schlange auf ihre Beute zubewegen, um dann blitzschnell zuzuschlagen. Cool. Was es nicht so alles gibt. Aha. Mhm. Toll. Jetzt war ich nur für so eine verdammte Seele hier drin. Vielen Dank für nichts. Na gut. Was soll's? Wisst ihr was? Dann überlege ich jetzt wirklich, ob wir nicht erst runtergehen oder. Oder doch zu dem Turm. Ich habe nämlich noch eine Rechnung auf mit diesem Assassin. Ich will zuerst in diesen kleinen Turm rein. Jetzt ist die Frage, wo mussten wir dafür hin? Ist das hier der richtige Weg? Ich glaube ja. Hoppala. Oder? Nee. Nee, nee. Hier bin ich falsch. Oh Mann. Toll. Hab schon wieder gar keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich glaube, das war weiter oben, oder? Dann will ich erst wirklich mal sehen, ob wir nicht noch zu dem Assassin können. Ich glaube, da, natürlich. Da oben die Treppe raus. Dann sind wir auch schon draußen, glaube ich. Die riesen Schatten immer, ey. Krass. Vorsicht, Gegner. Ja. So. Juppi. Oh. Die stehen auf. Ich lasse die einfach in Ruhe. Hoffentlich kommen die jetzt nicht her. Mal kurz. Ach ja, die schießen auf mich. Na gut. Okay. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, er kommt wieder. Gut, weil der ist mir das letzte Mal echt hier unten abgehauen. Jetzt versuche ich den mal nicht aus den Augen zu lassen. Komm schon. Das hört sich gerade irgendwie an, als wären hier noch irgendwelche komischen Soldaten. Was zum Teufel lässt sich nicht staggern? Verdammt nochmal. Schnell, Ommel. Nein. Nein, nein, nein. Okay, der haut wieder ab. So ein Arsch. Okay, diesmal verfolgen wir ihn aber. So, mal gucken. Okay, das macht das Blitz- und Feuerschaden zusammen. Nicht schlecht. Nein! Nein! Leute! Hä? Bin ich denn des Wahnsinns? Das ist Wahnsinn, was ich hier mache. Oh Gott, bin ich doof. Oh. Oh. 6 Estus nur noch. Wie viele Zahlen ich da jetzt unten links zu stehen habe, das kann verwirrend sein.
Und eine verfluchte Zone. Oh Gott, nö. Toll, ja, und der Assassiner rennt da drinnen natürlich rum. Warum nicht? Beste. Ich würde sagen, kommst du überhaupt so weit hoch? Ich glaube nicht. Ach, und hier Mr. Feuer, Bogen, Schwert, Typ auch. Juhu! Aua! Mann, ey. Bin richtige Pussy geworden, ey. Den zweiten Teil, da war ich deutlich besser. Aber ich meine, gut. Warum nicht alle Möglichkeiten ausnutzen, die das Spiel bietet? Ich meine, das ist blind und ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Nein, ohrmel nicht den Bogen. So, komm, den schnappen wir uns. Er wird wieder aufstehen. Was vielleicht ganz gut, dass wir den so weit nach oben gelockt haben. Es ist nicht wahr, das ist wirklich nicht wahr. Silberner Talisman. Nee. Vor allem, wo ist der Assassine? Klar. Hm? Kannst mich mal. Das ist alles total nice hier. Ehrlich. Ja. Okay. Da unten. Und da steht da. Der Sack. Komm schon. Oh. Das ist doch. Yeah. Zum Teufel nochmal. Der hält echt krass viel aus, Leute. Das ist Wahnsinn. Ich muss hier weg. Ich muss hier einfach weg. Ach, jetzt der Freak auch noch. Das kann nicht deren Ernst sein, was hier abgeht, ey. Ach Gott. Krank. Total krank. Ha, Assassine, komm her. Komm schon. Wer beschießt mich denn jetzt hier schon wieder? Na? Was kann ich nach unten laufen? Wartet mal, kann ich den vielleicht vergiften? Schnell gegen schnell. Nein, 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 nein. Das ist doch nicht wahr, Leute. Verarschen? Ohne Scheiß jetzt. Ich finde es gar nicht gut. Überhaupt nicht. Verflucht nochmal. Wirklich, das ist total grausam. Ich fass es nicht. Da ist noch. Nö. Nö. Das ist doch kacke. Leute. Ich muss hier besser vorbereitet reingehen irgendwie. Ich brauche eine Vollheilung. Da muss ich den Typen irgendwie kaputt machen. Uah. Komm, geh mir nicht auf den Sack. Am besten, wisst ihr was? Ich werd runterlaufen, den weglocken und dann versuchen, diese Dämonen da unten erstmal zu beseitigen, damit die ja alle sterben. Das ist Priorität jetzt. Ich laufe einfach dann vorbei. Oh, ich töte den wenigstens erstmal. So. Den vielleicht auch noch. Okay. Jetzt muss ich mich nur noch da unten um den Typen kümmern. Oh Mann. Das ist wirklich komplett Banane, dass er da direkt davor steht. Na komm. Komm schon. Der ist schon mal voll geheilt, der Sack.
Ja, komm. So. Jetzt kann er mich mal. Stirb. Warum ist der Fluch jetzt weg? Mir ist jetzt egal, ob ich sterbe. Gegenstand nehmen. Gut. So, am besten gleich zwei. Ach, drei genommen. Ja. So, jetzt hau ich hier wieder ab. Leute, das ist echt heftig. Das ist viel zu heftig hier. Sieht immer noch so komisch verflucht aus. Oh, das sind so viel. Jetzt kommt der Typ auch noch wieder hoch. Oh. Ach, Mann. Die dampfen immer noch so schwarz. Hoffentlich sind die nicht wirklich noch verflucht. Ich muss den runterschuppen. Ich versuche ihn einfach runterzuschuppen. Das ist doch dämlich, jetzt ehrlich. So. Aber er bleibt tot. Das ist schon mal gut. Genau. Verschwinde! Sack. Ich krieg dich noch. Leute! Ich hab kein Estus mehr. Was soll ich tun? Ich sehe schon. Ich würde sagen, ich mache hier mal. Oh nein, kommt. Ich versuche den jetzt noch zu töten. Das wäre noch schön, wenn wir das schaffen könnten. Ja. Was fällt denn da jetzt runter? Das ist krass, dass die für eine Kombo haben. Finde ich cool. Zumindest cool, wenn man sie töten kann. Alles andere ist grausam. So ist aber auch kein Geheimnis, oder? Nee. Der ist irgendwo anders gerade. Cool, ist der runtergefallen. Alon Großbogen. Ha. Warte mal, von hier aus kriege ich dich. Ganz bestimmt. Muss gar nicht versuchen abzuhauen. Machen wir erstmal den kalt. Aber der Typ ist echt krass. Der hat eine Menge HP und vor allem hält er gut was aus. So. Kleine Assassine. Dann lass uns noch mal kämpfen. Komm her. Okay. Weicht aber auch fast allem aus. Ah. Dürfte im Grunde genommen nicht treffen, weil ich hatte gerade mein Schild vorne. Oh Mann. Okay, das macht gar nichts bei ihm. Das macht einfach mal gar nichts. Leute, ey, wie soll ich denn den kalt machen? Ganz ehrlich. Zäh. Ist klar, Alter, wie er ausrastet. Komm jetzt, das gibt's gar nicht. Das ist, glaube ich, der härteste, das härteste rote Phantom, was ich bisher erlebt habe. Okay, das war mein WhatsApp. Oh, Backe. Wir probieren den einfach noch. Ich habe jetzt Bock drauf. Der muss sterben. Komm schon. Ja. Wo auch einen einfach mal hinschickt hier, ey. Mitten in die Pampa. Na, okay. Noch habe ich nicht vergiftet. Wenn es überhaupt klappt, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube. Ja, es hat geklappt. Aber wow, guck mal, was wir ihn abziehen. Gut für nichts. Ah, das hätte jetzt sitzen müssen mit dem anderen Schwert. Komm schon. Ich stell mich wahrscheinlich aber auch einfach nur wieder zu blöd an. Komm her.
Ja, das ist nicht gut, wenn er das macht. Ja, das war gut. So. Ein paar Schläge noch. So, geht doch, Leute. So muss es laufen. Okay, Finstergeist und Assassine Maldron wurde besiegt. Okidoki, Leute. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Alter, war das spannend. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2.